So, und willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Genauer gesagt zu einem kleinen Quick-Tipp meinerseits heute. Heute zeige ich euch nämlich, wie ihr in Blender 2.8 das ganze Blender-Bedienfeld auf Deutsch einstellen könnt. Das geht nämlich wunderbar, ist allerdings ein bisschen versteckt, wie ich finde. Und deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch ja auch da draußen, wie wir das Ganze umstellen können. Zuallererst ladet ihr euch natürlich die Version herunter, kostenlos, Link dazu in der Videobeschreibung, installiert das Ganze und dann seid ihr hier. So, das schöne Würfel, Kamera, Licht und wir klicken auf Edit hier oben, dann haben wir hier Preferences, dann haben wir hier Translation, da klicken wir drauf, ich tue mal kurz das Ganze nur den, genau. Jetzt haben wir hier Automatic, ich in meinem Fall klicke hier drauf, sage German, Deutsch, ich möchte jetzt Interface plus neue Daten. Ja, dann schließen wir das Ganze und ihr seht, er hat das Ganze hier übernommen. Mehr oder weniger, es ist jetzt nicht 100% alles in Deutsch. Es gibt gewisse Sachen, die sind noch so ein bisschen auf Englisch. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt, was ihr da so von denkt. Und ja, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.